Okay, hier sind wir wieder mit einer Tinbox. Und zwar die von Jaden. Es ist immer sehr schwer verpackt hier alles. Was erwartet uns hier bei Jaden Box? Das einzige Gute, was ich hier finde, die Promos sind nicht mal einzeln abgepackt. Das heißt, also ich weiß nicht, ob das immer so ist in den Tinboxen. Ist jetzt schon so lange her. Aber das heißt, dass sie nicht mehr so sich verbiegen. Seht ihr? Es hat eine leichte Krümmung. Aber hier haben wir mal Elementarheld Nebelneos. Sehr gute Karte, wenn man draußen hat. Weil er, ich glaube, er banisht alles. Ah nein, er mischt alle Karten ins Extra-Deck. Verbanne alle Karten auf dem Spielfeld verdeckt. Genau, das da. Er verbannt einfach das komplette Feld. Verdeckt. Und man kann jede Menge Karten ziehen. So viele Karten, wie der Gegner, glaube ich, kontrolliert. Genau. Und man kann auch noch Effekte annullieren auf einem Monster. Oder eine offene Karte. Ja, man braucht Neos, Grand Mole und Dark Panther. Aber ziemlich schön. Ziemlich gut. Finde ich gut. Dann Elementarheld standhafter Soldat. Der ist auch ziemlich gut jetzt in den ganzen Heldendecks. Ich glaube, die sind in den Locals auch schon ein bisschen besser geworden. Und ja, Pflicht für jedes Heldendeck. Dann Hüter der Drachenmagie. Such dir eine Poli oder eine Fusion. Und ja, das ist schon der Hauptding. Aber er ist sogar ein Drache. Stufe 4 und Finsternis und hat 1800 Angriff. Also wenn das nicht so schlecht ist. Und Schlammdrache des Sumpfes kann seine Eigenschaft ändern. Man kann es mit Instant Pulverisation herholen. Und ja. Hat noch einen anderen Effekt. Der Gegner kann weder diese Karte noch Monster auf dem Spielfeld mit derselben Eigenschaften wie diese Karte als Ziel für Karteneffekte wählen. Also auch ein bisschen Schutz. Und dann auch geheimnisvoller Extra-Joker, Link 3, braucht drei Kriegermonster, kann die anderen, also Ritter des Buben, Ritter des Königs, Ritter der Königin, eigentlich eher mehr dafür gedacht. Aber ist jetzt nicht erwähnenswert, daher legen wir ihn einfach mal daher. So, nun zu den Megatin-Packs. Öffnen wir hier mal. So, Herz des Weltvermächtnisses. Lufttanke der Sturm. Käfersignal. Linke Hand des Magiers. Starterkommandant. FA Schallmeister. Ich glaube, man kann da jedes FA-Monster fast schon holen. Sicherheitsblock. Altergeist Hextier. Alter Geist Obon-G und als Secret ein Link 3000 Angriff Top Rocket Bomberdrache, yeah! Nicht schlecht. Danach Mech-Ritter kann man sich jemand machen, wenn man da genügend hat. Aufprall des Weltvermächtnisses, ist flinker Biber, ist für Frosch ziemlich gut, brauchst einfach nur einen zweiten Biber und kannst ihn schon machen. Den Totally Awesome, dann Weltvermächtnisses Weltschild. Lunarlicht Kaleidoküken. Und das war's auch schon. So, tun wir nochmal da. Bisschen sortieren. Secret. Ultra Super Rare und Common. So, dann nehmen wir das nächste Mal. Wenn ich's schaff. Okay. Weltkelch, Lina, Link, Kondensator-Pirscher, nochmal FA, Phantomritter, Mech-Ritter, Roter Mond, einstürzende Fallgrube, oder wo haben wir die? Ankommen-Rivale und ein Fallen. Ausgeglichener Zweikampf. Nicht schlecht, nicht schlecht. Ich meine, ich hatte andere Tinboxen auch noch mehrere. Hatte ausgeglichene Zweikampf eigentlich ziemlich oft.
auf CardMarket bei mir zu finden. Ja, dann haben wir noch Linksuche, DD-Suche, Yokosuma Sumo-Geist, Selbstzerstörungsameise, noch ein Lunalicht, Scharlach oder Fuchs und Everest Grand Prix. Ja, ich habe mehrere ausgeglichene Zweikämpfe gehabt. Und auch Sayukas und Firewall Dragon und Kaliberwachdrache und noch mehr Topologic. Ich glaube, Sayuga habe ich noch ein paar. Einfach mal reinschauen. Bin ziemlich preisgünstig, was das alles angeht. Hier das letzte Booster, wieder Truthahn, da ein Büßhafter irgendwas, Cybers-Karten, Zombie-Karten, Dracho-Karten. Zurück an die Front ist sehr gut. Autorakete-Drache, Lee, die Weltkelch-Fee und... Oh, 2-8. Was hat 2-8 nochmal für nix? Ist Rayuka? Ist Rayuka, Schredelschrecken. Ja. Nicht schlecht diese Karte, nicht schlecht diese Karte. Und dann hier noch ein paar. So, oh. Die alte Ruine und Ende der Welt gleich in einem Booster. Das ist nicht schlecht. Da habe ich gar nicht so viele gehabt. So, das war's. Mit den Rares. Supers. Ultras. Und Secrets. Das ist mal keine schlechte Jadentin. Nicht schlecht. So, das nächste ist dann, glaube ich, die Yusei-Tin. Bis gleich.